Ich kann's nicht fassen, dass Sie Bluetooth-Lautsprecher im Garten haben. Ich muss schon sagen, Mr. Robinson, ich bin beeindruckt, wie fit Sie in Sachen neuer Technologie sind. Ja, für Ihr Alter sind Sie ganz schön jung. Die habe ich umsonst zu einer Katalogbestellung bekommen. Ich wollte nur eine Wanne für Fußbäder, aber die hat Margaret natürlich kaputt getrampelt. Ihre Boxen sind startklar, Captain. Was wollen Sie sich anhören? Ich werde damit keine Musik abspielen, nur das hier. Was ist das? Eine Frequenz, die nur Schädlinge hören. Und jetzt raus aus meinem Garten. Ich meine doch nicht diese Art von Schädlingen. Wartet mal eine Sekunde. Natürlich, Mr. Robinson. Margaret, ja, entschuldige. Was sollte das letzte Mäh bedeuten? Verstehe, meine Mutter in Miami macht Marmelade. Was ich mache? Ich versuche, die zwei Speckzwerge von nebenan loszuwerden. Schlammball und Dartpfeil Ottersen, oder wie sie heißen. Ja, die ich so hasse. Diese Blödel haben mir ein Verteidigungssystem gegen sich selbst installiert. Die sind noch dümmer als diese Schwachköpfe, die wichtige Entscheidungen aufgrund ihres Horoskops treffen. Und hässlich sind sie auch. Das Gesicht des Orangefarbenen ist so dick, das könnten zwei Mütter lieben. Und der Blaue verkörpert den Geschmack, den man im Mund hat, wenn man nach dem Zähneputzen Saft trinkt. Ich wette, selbst mit einem Mikroskop findet man kein Quäntchen Liebenswürdigkeit in diesen Clowns. Um ehrlich zu sein, den letzten Spruch fand ich vergleichsweise harmlos. Über wen habe ich gerade gesprochen? Sind die Verlierer schon weg? Wir haben alles gehört, was Sie über uns gesagt haben, Sie gemeiner Kerl. Moment, wo steckt ihr? Vor Demütigung im Boden versunken, Mr. Robinson. Das war eine Metapher. Ach. Sie haben unsere Freundschaft zerstört. Dank Ihnen schweben nun dunkle Wolken über uns. Oh. Und nebenbei, das war keine Metapher. Machen Sie es gut, Mr. Robinson. Moment, wo wollt ihr hin? Wir haben einiges zu verarbeiten. Wir brauchen einen Psychologen. Und einen Meteorologen. Ja, fein. Dann geht auch gleich zu einem Verzieht-euch-Dochologen. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst euch was zur Entspannung verschreiben. An den Weihnachtsmann, Nordpol.